Es war, da waren einfach viel zu wenig Leute von Anfang an drin. So, hab ihn. Halbes Herz noch. Oh, halber Herzinfarkt, wenn schon. Ja. Jetzt kann ich auf jeden Fall schon mehr Leben dazu kriegen. Also bis zu 6 Herzen. War kurz. Ne, bis zu 5 Herzen kann ich jetzt kriegen. Sigurke, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Ender Games. Heute, wie versprochen, habe ich ein Kit gekauft, und zwar das Link-Kit. Bin sehr gespannt, wie die Runde wird. Vorhin habe ich eine Runde damit gewonnen. War eine richtig lustige Runde irgendwie. Vor allem mein Endgegner, der war zu dumm, hat sich die ganze Zeit hochgebaut, und ich war dann dadurch auch auf dem Stab oder Stock, oder wie man es nennt, war ich ebenfalls oben. Und ja, dann wurden wir die ganze Zeit hin und her getauscht, bevor wir uns gegenseitig getötet haben. Das hat mir natürlich dann immer und immer und immer mehr Leben gebracht. Ich hoffe, die jetzige Runde wird genau gleich gut. Also ich werde nicht direkt zu Anfang in die Offensive gehen. Das könnt ihr gerade vergessen. Da ich nur 3 Herzen habe zu Anfang. Wer das Link-Kit nicht kennt, der startet mit 3 Herzen. Pro Tausch kriegt er 1 Herz dazu und pro Kill 2 Herzen, die er maximal haben kann jeweils. Und zusätzlich hat er halt Resistance 2 drauf, und ich kann gleich mal zeigen, was der für Rüstung hat. Und zwar hat er eine grüne Lederkappe und eine grüne Lederbrustplatte, was eigentlich sehr gut von den Farben zu mir passt. Ja, und das ist so das Hauptsächliche. Also ein Holzschwert hat er noch mit Haltbarkeit 2 drauf, und ja. Der Rest sind halt so Nebensächlichkeiten, halt eben so, dass man so gewisse Situationen ganz gut ausnutzen kann. Beispielsweise eben, wenn der Gegner so ein Tower, so ein Typ ist, der die ganze Zeit towert, das ist natürlich sehr praktisch für einen. Dann bleibt man einfach stehen und wartet, bis man geportet wird, und das so lange, bis man keine Ahnung wie viel Leben hat, und dann kann man den Gegner einfach übelst einfach besiegen. Ich hatte, glaube, am Ende in der letzten Runde 15 Herzen, und durch den Kill an ihm habe ich auch nochmal 2 dazu gekriegt, aber da war ja sowieso schon Ende, also ja, haben mir die 2 letzten Herzen nichts mehr gebracht. Aber im Endeffekt finde ich es trotzdem ein relativ cooles Kit. Ich habe es 3-mal bisher gespielt. Einmal wurde ich Zweiter. Da waren einfach viel zu wenig Leute von Anfang an drin. So, hab ihn. Halbes Herz noch. Oh, halber Herzinfarkt, wenn schon. Ja. Jetzt kann ich auf jeden Fall schon mehr Leben dazu kriegen. Also bis zu 6 Herzen. War kurz. Ne, bis zu 5 Herzen kann ich jetzt kriegen. Weil ich jemanden gekillt habe. Halt 2 Herzen mehr, müsst ihr wissen, ne? Und ja, beim nächsten Kill kann ich dann 7 kriegen. Beim Port kann ich dann 6 kriegen, je nachdem, was zuerst kommt. Ich nehme an, der Port kommt zuerst. So, jetzt kann ich nicht maximal auf 6 Herzen kommen. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Ich bin jetzt echt gespannt, was mein Opfer so hatte. Ja, nichts Besonderes Tolles. Eine Enderperle ist immer was richtig Geiles bei diesem Kit, finde ich. Weil sobald man so in eine kritische Situation kommt, wo man merkt so, oh, der Gegner ist besser ausgerüstet, oder man hat noch nicht so viel Leben, dann kann man ganz gut die Enderperle usen. Das ist ziemlich useful. Und ja, dann kann man der Situation halt so immer ganz gut entkommen. Was ich eigentlich relativ praktisch bei so einem Kit finde. Klar, Enderperlen sind immer praktisch, aber bei diesem Kit fällt es mir halt besonders fest auf. So. Übrigens haben wir Resistance 2 drauf, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Der Vorteil dabei ist ganz klar, wenn wir Resistance 2 haben, dass, wenn wir Resistance 2 haben, ist der Vorteil, dass wir dadurch automatisch sozusagen mehr Verteidigung haben. Sobald ich geportet werde, werde ich mir direkt ein Dia-Schwert bauen. Jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen kritisch. Ja, teamt doch. Guckt, die haben... Alter, kommt da... Ach, geht das doch. Ich hasse solche Leute, die einfach teamen. Das war ein verdammtes Dreier-Team, ganz ehrlich. Ach, ganz... Meine Güte. Ne, war kurz, das waren sogar 4 Leute. Einer wurde ja mit mir getauscht. Fickt euch, also 4er-Team, armselig, Fragezeichen, naja, wie dem auch sei. Ich würde sagen, ich beende diese Runde gleich mal, und dann würde ich gleich noch eine Runde machen, bis gleich. Yo, Freunde, willkommen bei Runde Nummer 2. Übrigens, eine Kleinigkeit, die ich vielleicht noch erwähnen sollte, weshalb ihr mich immer am Anfang einer Runde im
Spielmenü sehen werdet. Und das würde jetzt auch in Zukunft immer so sein. Ganz einfach, ich habe mir ein neues Headset gekauft, das Afterglow AGU 1. Und ja. Oh. Nein! Ich dachte, ich habe die Dias. Oh nee. Naja, jedenfalls, ja, habe ich mir das gekauft, aber aus irgendeinem Grund, wenn ich mit Fraps aufnehme, nimmt es immer den Ton vom Headset auf, auch wenn ich da gemutet bin, nicht von meinem Studio-Mikrofon. Deshalb muss ich jetzt gezwungenermaßen noch mit Audio City aufnehmen. Finde ich aber nicht schlecht, weil dazu gibt es noch eine bessere Audioqualität und das ist so ein kleiner Bonus, den ich ganz in Ordnung finde, muss ich ehrlich sagen. Die Audioqualität, das kann man einfach nichts sagen. Bei Audio City ist einfach viel, viel besser als bei Fraps. Und ja, das finde ich ein cooler kleiner Bonus noch dazu, abgesehen halt eben von der Tatsache, dass ich jetzt neue Headset habe, was viel cooler ist als mein altes. Nur, es wird manchmal so ein bisschen nervig, wenn ich das lange aufhabe, muss ich ehrlich gestehen. Dann fängt es an, so an meinen Ohren ein bisschen zu schmerzen. Aber es liegt nicht am Headset, das ist halt einfach, ich habe sehr, sehr empfindliche Ohren, müsst ihr wissen. Kommt, den Typen da vorne hole ich mir. Der hat ein Stöckchen. Der ist... Geht Polizei! Nee, ich hole mir den nicht. Da vorne ist nämlich noch jemand und der würde mich dann abstauben und darauf habe ich gerade keinen Bock. Vor allem nicht als Zelda-Kid, da wird man übelst schnell abgestaubt. Das ist nun mal eine Tatsache. Ja, ja. Die sind ein bisschen weg von mir, das ist sehr schön zudem. Aber jetzt was an Eisen, jetzt kann ich erstmal ein bisschen Holz holen. Ich werde noch nicht direkt craften, dazu lasse ich mich erstmal porten. Aber es wäre schön, wenn ich mal ein bisschen was an Holz hätte und dann einfach direkt loslegen könnte nachher. Oh nee, und da kommt auch jemand. Ja, genau, fick dich. Und das ist natürlich ein Känguru, das 3000 Mal schneller ist. Hä? Was? What was going on? Ich verstehe nichts mehr. Da ist... Normalerweise müsste der ja durch jemand anderen geportet worden sein, aber da war einfach niemand. Strange things happens. So, erstmal jetzt schnell sowas machen. Eine Goldkappe. So. Und jetzt... Ich kann auch nicht sagen, ich bin bereit für einen Fight und so, ne? Aber ich bin auf jeden Fall schon besser dran als zuvor. Nee. Mit dem will ich mich jetzt gerade nicht anlegen. Feuerzeug hilft mir hier auch nichts auf dem Schnee. Das ist das Problem. Er ist 8 Blöcke hinter mir. 7 noch. 6 noch. 7 wieder. 5, 4. Jetzt hat er mich dann. Oder ich hab ihn. Yo, wahrscheinlich, oder? Ach komm, fick dich, du Hurensohn. Alter, das ist so ein scheiß Abstauber. Das kann ich nicht leiden. Ich hasse Abstauber. Das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt, ganz ehrlich. Aber ich habe schon wieder einen Kill gemacht. Jetzt will ich endlich mal eine coole Runde haben, wo ich nicht ständig abgestaubt werde. Das ist ein riesiger Nachteil an diesem Kit. Du wirst übel schnell abgestaubt, aber ihr seht schon, ich kriege immer mehr Coins und viel schneller als beim Barbaren-Kit. Zum einen, weil ich viel besser in PvP geworden bin. Ich habe keinen Plan, weshalb. Und zum anderen, weil das Kit einfach viel stärker ist als das Barbaren-Kit. Außer halt so ganz am Anfang, aber ja. Egal, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Yo, Freunde, willkommen bei Runde Nummer 3 und ich überspringe, nehme ich mal an. Aber yolla, ich esse nämlich gerade ein bisschen Jelly Beans. Ich liebe die. Ich kann gleich mal eine Geschichte dazu erzählen, sobald der Start vorbei ist und ich einfach nichts außer Knochen gekriegt habe. Da hat jemand das Polizeikit, hat man schon gehört, am Wolf her. Das ist ein anderes Zelda-Kit. Der Typ da vorne ist auch Zelda. Oder Link. Es ist ja Link-Kit, ne? Naja, wie dem auch sei. Ich will jetzt eine kleine Geschichte zu den Jellybeans erzählen. Und zwar läuft das Ganze so ab, dass ich früher mal Jellybeans gegessen habe. Und ja. Damals fand ich die richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Billigmarke war oder ob ich die damals einfach nicht mochte. Tatsache ist, dass ich die nicht gerne hatte. Sprich, ich habe die abgeneigt, sage ich mal. Und dann hat meine Mama mir
jetzt wieder Jellybeans gekauft. Ja, und da will mich jemand Tag-Hitten, aber das lasse ich natürlich nicht zu. Sehr gut entkommen. Mal wieder. Ja, genau ins Wasser raus, ne? Ach komm. Und vor allem direkt auf so ein Ding rauf. Ne? Dann habe ich trotzdem noch Fallschaden kassiert. Oh mein Gott, mehr Pech ist doch nicht drin. Naja, auf jeden Fall mochte ich die damals nicht. Dann hat mir meine Mutter wieder neue gekauft. Und diese mochte ich seltsamerweise dann plötzlich. Das waren die, die ich jetzt hier esse. Und ja, finde ich richtig cool irgendwie. Ich weiß nicht, das sind jetzt gerade meine neuen Lieblingssüßigkeiten. Und ich, Alter, ich habe 6 Dias. Yo, läuft. Würde ein Tausch durch Schneeball mir auch ein Leben dazu geben? Eine gute Frage. Finde ich zumindest. Ich finde die Frage nicht schlecht. Ich finde die Frage richtig in Ordnung. So, erstmal Dia-Schwert machen. Oh, mein Gott, ich habe den Erfolg 3-mal auf Holz geklopft gekriegt. Oh mein Gott. Ich glaube, das hat noch niemand vor mir erreicht. Das ist krass. Das ist echt krass. Hätte nicht gedacht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich es jemals so weit schaffen werde. Oh mein Gott, mein Leben hat einen Sinn. Es hat mehr als einen Sinn. Es hat 1000 Sinne. Ja, irgendwie so, ne? Das Problem ist jetzt, es mag zwar sein, ja, ich habe den Typen da unten schon gesehen, keine Angst. Aber deshalb gehe ich hier runter, dass ich von unten nach oben hitten kann. Das Problem dabei ist, ich habe jetzt gerade so ein Shader-Problem. Ich wurde gerade geportet. Als ich realisiert habe, dass das ein Känguru ist, dachte ich mir nur so, jetzt habe ich verkackt. Aber nee, habe ich nicht, nämlich. Ich wurde nämlich getauscht. Ich wurde getauscht. Jetzt kann ich 6 Herzen haben. Das ist richtig cool. Und da vorne ist eine Ender-Chest. Die nehme ich natürlich mit. Oh, mit auf den Weg, sage ich mal. So, hier noch Pfeile. Dann können wir unseren Bogen nämlich jetzt auch nutzen. Wo ist dieser Typ? Oh, ist das eine neue? Nee, aber da ist ein gebracht. Jo, läuft. Läuft, läuft, läuft. War kurz, ich habe eine Idee, damit die Gegner nicht merken. Ach, das ist ja eine Link, ne? Die hat ja nur noch wenig Herzen, ne? Den, am besten schlachte ich den gleich mal aus. Nee, das wollen wir natürlich nicht, deswegen. Haha. Einmal getroffen. Der wurde leider getauscht. Oh. Da kam jemand. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh. Oh oh. Ich gehe mal weg. Ja, wenn es dann wirklich kritisch wird, dann use ich natürlich die Enderperle. Aber nee, das kriege ich auch ohne die hin. Dann muss ich die jetzt gar nicht verschwenden. Kommt mir das noch so vor oder verliert sich das Link-Kit viel schneller essen? Das kann schon sein, ne? Yo, dankeschön. Jetzt können wir viel, viel mehr Herzen kriegen auf einmal. Verstehe sowieso nicht so ganz, weshalb der an die Truhe gegangen ist, wenn er genau weiß, oh, ich habe nur noch wenig Leben. Wusste der nicht, dass ich hier bin? Aber auch dann schaut man sich erstmal um. Das ist so... Naja, so reagiert man eigentlich normalerweise. Das ist einfach nur ein Tipp, den ich euch ans Herz legen kann. Bevor ihr eine Kiste öffnet, immer so kurz um euch herumschauen. Ich selbst mache das ja auch immer. Oder meistens. Was? Es leben nur noch 3 Spieler? Yo, läuft. Komm, diese Runde wollen wir jetzt gewinnen. Wir haben nämlich... Oh, wir haben 9 Herzen. Läuft, wir haben fast so viel wie ein normales Kit. Nur mit dem... Mit der Differenz, dass es bei uns so ist. Wir haben noch Resistance 2 und wir haben jetzt auch gleich viel Herzen wie ein normaler Spieler. Das ist richtig krass. Und da vorne liegt Eisenhelm und alles Mögliche. Das ist richtig cool. So. Das war der Spieler, den wir vorhin gesehen haben. Und das Dierschwert will ich auch nur ungern hier lassen. So. Haben wir noch irgendwas anderes zum... craften oder so. Ja, ich kann mir gleich mal eine Goldbrustplatte... Oh. Oh, hier ist ja noch mehr.
Noch ein Eisenhelm. Können wir alles nicht brauchen. Alles nicht brauchen. Alles nicht brauchen. Das kann ich auch nicht brauchen, aber ich werfe nicht das weg. Brauche ich nicht. Brauche ich? Läuft. Brauche ich nicht. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Mache ich mir direkt eine Goldhose noch. Dann sind wir eigentlich relativ... Ja, wir sind eigentlich gar nicht mal so schlecht equipped. Und hier liegen noch mehr Sachen rum. Aber ich sollte langsam den Abfall mal wirklich rausschmeißen. Du bist Abfall, du darfst nicht mehr bei mir, nicht mehr bei mir wohnen. Habe ich viele Dias? Nee, ich habe einen einzigen. Und ich nicht so eine... Oh, Finale, es ist schon Finale. Yo, läuft. Finale. Wow. Ich würde sagen, ich mache das mal so. Ja, das geht in Ordnung. Und ich habe jetzt 3, ich habe 10 Herzen nach wie vor, aber ich werde bald geportet und dann habe ich sogar 11. Und hier ist noch mehr Eisen, das nehme ich natürlich auch mit. 2 Stück, das bringt mir nicht sonderlich was, aber hier haben wir noch Dierschuhe, brauchen wir aber auch nicht. Oh, Eisenhose, Alter, wir kriegen ja die ganze Zeit den Stuff, den der andere für uns erbeutet. Das ist, ich finde das eigentlich richtig unfair, aber wir wollen ja auch gewinnen, ne? Ja, komm. Ist jetzt halt so, hat der Mitspieler von uns halt Pech. Also Mitspieler, es ist nicht Teammitglied, so meine ich, sondern er ist in derselben Runde. Sag schon mal GG an mich. Wieso? Was hat der denn? Was? Jo, läuft, der hat den OP-Apfel. Ich bin so überzeugt. T-Lol. Der war auch Link. Alter. Sorry, 17 Herzen, 15 Heiltränke, ja klar. Alter, richtig gut. Boah. Nee, oder? Ja, war auch Link, ne? Oh, das war richtig krass. Boah, Leute. Das ist krass. Der hatte 17 Herzen, 15 Heiltränke. Jo, bei dem läuft irgendwie so, ne? Man muss ehrlich sagen, der hat mich auch viel besser gehittet. Wie viel hat der denn noch? 3, 6, 9. Ja, der hatte trotzdem noch 13 Herzen. Bei dem läuft auf jeden Fall. Und deshalb ist Link auf jeden Fall eines meiner, meiner Lieblingskits. Und ist ein sehr, sehr starkes Kit. Diese heutige Folge war jetzt nicht so oberkrass. Wir haben kein einziges Mal gewonnen. Immer wenn ich nicht aufnehme, dann gewinne ich. Das ist richtig krass. Aber wenn ich mal aufnehme, dann läuft so gar nichts. Wobei auch die heutige Runde gar nicht mal so übel war. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Vielleicht habe ich bis dahin schon ein neues Kit, weil es mir gerade übelst Bock bereitet, hier aufzunehmen. Ender Games. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Haut rein. Tschüss. Ah! War kurz.